Also, da sind wir doch schon auf der Map Echo Isles. Die Echo-Inseln sind die Karte der Wahl am ersten Spieltag gewesen. Links oben haben wir vom SK International Team den guten Insomnia hier in Grau unterwegs. Wie gesagt, mit seiner Main Race als Human, baut den Altar of Kings und natürlich dann auch die Barracks und seine erste Farm. Auf der anderen Seite sehen wir Turisas, damals noch mit den Tech Praetoriani unterwegs. Das war ja der Clan, von dem er dann gewechselt ist, also er ist von Praetoriani dann zu SK Gaming Germany gewechselt und soweit ich das jetzt so gesehen habe, so ein bisschen aus den auch aus den Observern, also ihr könnt es ja sehen, ist ja auch ein Good Game Streamer mit drin, also das wurde wahrscheinlich noch im GG Client gespielt und dementsprechend hatte Turisas noch keinen SK Tag und hat dann noch mit seinem Praetoriani-Tech gespielt, also lasst euch davon nicht irritieren, besser. Wie gesagt, es ist der gute SK Turisas. Ja, sein Altar inzwischen jetzt auch schon fertig. Wir haben bei ihm den Archmage als First Hero, die Barracks ist auch gleich mit am Start. Wir gucken mal bei Insomnia, da werden wir wahrscheinlich auch dasselbe sehen. Jawohl, auch er hier mit dem Archmage, dem Rauschebart als First Hero, seine Barracks ist fertig und es kommen die ersten Footmen. Der Scout von Turisas ist jetzt auch gleich schon in der Basis angekommen, seines Gegenspielers, der von Insomnia kommt ein bisschen später. Ja, Human Mirror, zu dieser Zeit, wir befinden uns ja im Jahr 2006, also während des Patches 1.20 fand dieses Spiel ja statt und das war schon eine sehr, sehr, naja, wie soll man sagen, spannend wäre jetzt übertrieben, aber doch schon manchmal sehr unterhaltsam, was die beiden dann eben gezeigt haben, also so Priester, Rifler und so weiter und so fort. Und ja, und Slasher, Gruß erstmal an Slasher hier, der natürlich vollkommen recht hat. Später war es ja dann auch in Faculty Tourisers. Und ja, auch hier vielleicht gleich nochmal als kurzer Hinweis für alle, die jetzt hier schon auf dem Stream sind. Morgen wird Slash auch wieder in Aktion treten und den Back to Warcraft Cup casten. Also da seid auf jeden Fall mit dabei. Ich werde es dann auch, halt auch nochmal im Stream zeigen. Ach, noch nicht ganz, aber Ende des Monats. Ich dachte, das wäre schon diese Woche gewesen. Dann nächste Woche Slash, so wie es aussieht. Naja, wie dem auch sei, nicht morgen, nächste Woche. Okay, also Kommando zurück, nächste Woche. Der Cast von Slash, da solltet ihr auf jeden Fall alle mit dabei sein. Ich werde es auf jeden Fall sein. So, jetzt aber zurück ins Spiel. Wir sehen Insomnia mit seinem Archmage, hat den ersten Spot schon gecreept, hat hier die Gloss of Haste gefunden, währenddessen wir bei Turisas auch den ersten Spot schon genommen sehen. Er hat den Ring of Protection gefunden, creept jetzt hier den kleinen Gnoll-Spot. Also dann unterscheidet sich schon ein bisschen. Insomnia geht lieber aufs Harassment, während Turisas sich weiter aufs Creepen versteift hat. Kriegt er doch jetzt auch Level 2. Und ja, hat natürlich jetzt auch schon die Brilliance Aura mit am Start und verfolgt jetzt erstmal die Armee von Insomnia. Der hat aber auch parallel ein bisschen gecreept hier mit Militia Support und ein Watermantle hat er auch den kleinen Spot genommen, also jetzt auch Level 2 für ihn, 3 Footmen gegen 4 Footmen inzwischen. Und jetzt wagt sich Insomnia wieder ein bisschen nach vorne, kriegt aber sofort hier ein paar Hits ab und zieht sich erstmal ein Stückchen zurück. Wir gucken in die Basis. Der Tag von Insomnia ist am Laufen. Wir sehen das Arcane Wall. Wir sehen hier noch ein paar Farms, die gebaut werden. Selbiges sehen wir auch bei Turisas. Also er hier tagmäßig ein bisschen im Hintertreffen, aber das ist momentan noch nicht viel. Währenddessen ist hier in der Mitte der Map zu also einem kleinen Geplänkel kommt zwischen den beiden Spielern. Gucken mal kurz, Insomnia hat jetzt auch nochmal einen seiner Footman in die Basis geschickt von Turi, der jetzt hier gerade schon die Lumbermill baut. Und ja, Turi saß weiterhin mit seinen Footman unterwegs, verfolgt ein bisschen seinen Gegenspieler. Ja, also wie gesagt, dieses Match ist der erste Clan War, der jemals in der NGL 1 gespielt wurde, damals im Jahr 2006. Und ging da schon mit einem ja, richtigen Kracher los. Also das interne SK-Duell wurde natürlich schon verfolgt, vor allem auch von den deutschen Warcraft 3-Fans. Wollten da gucken, natürlich gucken, wie sich die deutschen Spieler so schlagen. Jetzt sehen wir den ersten Go von Turisas auf die Basis von Insomnia. Wollte hier den Arcane Vault kicken, hat es nicht ganz geschafft. Die Worker kommen zum Repair ran. Und jetzt wird hier erstmal gefightet. Militia werden von Insomnia mit dazugezogen. Und da zieht sich Turisas erstmal zurück, kriegt noch ein paar Hits ab auf sein Water Elemental. Und es wird der
aber jetzt stellt er sich den Fight, geht hier nochmal auf eine Footman. Die versuchen sich natürlich jetzt hier gegenseitig die Footman rauszusnipen, aber Turi saß Micro, jetzt hier erstmal schön ein paar Einheiten zurück, muss aber jetzt aufpassen, dass er hier nicht wirklich noch einen Footman verliert, aber auch Insomnia, nein, kann ihn bisher noch zurück, Micron, aber jetzt sind hier so zwei Footman von Tulisa sind hinterhergegangen, also beide Spieler verlieren jetzt hier die ersten Einheiten. Schönes Surround erstmal auf das Water Elemental, Level 2 Einhalb auf Seiten von Insomnia, der kriegt auch das nächste Water Elemental. Und wir sehen jetzt hier den Second Lord von Insomnia, er holt sich den Fire Lord und hat jetzt auch schon den ersten Lava Spawn mit dabei und wird, na, wird er sich trauen zu Harrison? Nee, geht jetzt schon wieder zurück. Unten werden nochmal ein paar Footmans verfolgt. Das war schon SK Germany. Auf jeden Fall, um kurz auf die Frage von Slash einzugehen, zu der Zeitpunkt. Ich glaube, das war gerade so die Startphase. Ich glaube, sie haben sogar noch die Qualifikation als SK06 gespielt und dann waren sie schon als SK Germany. Ja, also wie dem gesagt, schon rein deutsches Team, das sie hier zusammengestellt haben und einfach mal gucken wollten, wie die sich hier so entwickeln. Insomnia jetzt, wie gesagt, schon mit den ersten Hits, beziehungsweise Erfahrungspunkten auf seinem Firelord, creept jetzt hier die Mitte frei, wir gucken mal in die Basis von Turisas, er entscheidet sich hier für den Blood Mage als Second Hero, Arcane Sanctum steht in zweifacher Ausführung, da kommen jetzt auch schon die ersten Priests und Turisas geht in die Mitte der Map, wo Insomnia gerade am Creepen ist, jetzt schon zwei Lava Spawns und das nächste wird sich jetzt gleich wieder teilen, also summonmäßig sieht es da schon ganz gut aus jetzt auf Seiten des SK International Spielers. Oh, und jetzt kommt hier auch noch der vierte Summon mit dazu. Turisas versucht hier natürlich ein bisschen zu stressen, aber kann hier nicht wirklich viel ausrichten. Level 2 inzwischen ein schon auf dem Firelord. Und es geht jetzt natürlich auf die Footmans. Insomnia verliert hier den ersten Footman und Turisas stürzt sich jetzt auf den Archmage. Der kriegt aber jetzt in diesem Augenblick schon das Level 3 ab. Hinten war jetzt nochmal kurz ein leichter Surround-Versuch, vielleicht sogar auf den Bloodmage. Wird aber jetzt erstmal wird erstmal davon abgesehen, Mana wird ein bisschen gezogen vom Firelord und es kommen die nächsten Lava-Spawns mit dazu, also richtig, richtig viele Summons, die wir hier gerade sehen, Water-Elementals, Lava-Brutes und was noch alles so rumkreucht und fleucht und gesammelt werden kann. Wir gucken in die Basis von Insomnia, auch er mit einem Arcane Sanctum, aber wie gesagt, momentan nur noch mit einem. Und den Tag auf Tier 3, bei ihm kommen jetzt ja auch schon die Priests, währenddessen vorne ein bisschen weiter gefightet wird. Oh, der Archmage von Insomnia, der schon einiges einstecken müssen, muss sich jetzt hier wieder nach hinten zurückziehen, wird aber geheilt von einem Priest. Geht nochmal auf eine Footman von Turisas. Der nächste Footman könnte jetzt ebenfalls nochmal rausgefokust werden, aber Insomnia stürzt sich lieber mal auf den Archmage, denn der war, ja, relativ offensiv drin gestanden. Und es geht jetzt hier nochmal auf Insomnias Archmage. Er hat sich am Shop eine Healing Potion gekauft und kann die natürlich jetzt auch noch gleich nehmen. Wird die wahrscheinlich auch gleich nehmen, währenddessen er versucht nochmal ein bisschen den AM zu killen. Hat nicht geklappt. Und jetzt zieht sich Turisas All auch mit seinen Water Elemental erstmal zurück. Ja, Insomnia natürlich jetzt auf Level 3 schon mit den Level 2 Water Elemental. Das ist gar nicht schon so verkehrt. Das ist gar nicht verkehrt. Und Turisas momentan noch auf Level 2. Also da muss er noch ein bisschen creepen, damit er auch die Level 2 Water Elementals am Start hat. Und ich guck mal kurz noch in die Basis. Wir sehen hier die Blacksmith bei Turisas. Es kommen weitere Priests mit dazu. Und es wird gecreept. Jetzt der Murloc-Spot unterhalb der Basis, um endlich sein Level 3 zu kriegen. Wir gucken mal, was macht Insomnia. Schönes Item natürlich, das er gefunden hat, hier den großen Imbu-Pot. Hat jetzt hier auch den Staff of Preservation schon mit dabei gehabt und hat nochmal zwei Footmans zurückgestafft. Ja, mit dem Staff, das konnte man damals ja auch noch machen, wenn man ihn einfach hin und her übergeben hat, dann war ja kein Cooldown mehr drauf, das heißt, ein Staff hat gereicht, um, wenn man gutes Micro hat, den auf beiden Heroes einzusetzen. Und jetzt geht es auf die Basis von Turisas. Der ist im Tier 3 Tech. Insomnia geht in die Offensive. Wir gucken mal auf seine Supply-Zahlen. 45 Supply bei ihm, 40 nur bei Turisas. Und da sind die Summons ja noch gar nicht mal mitgezählt. Jetzt kommen die Militia von Turisas raus. Von unten kommt jetzt die Army mit dazu. Hat er Level 3 erreicht? Noch kein Level 3 auf Seiten des Archmage. Focus Fire geht jetzt hier erstmal auf die Footmans von Insomnia, aber Turisas verliert jetzt hier auch schon einen Militia. Hinten geht es nochmal auf eine Lava Spawn und Insomnia zieht sich erstmal ein Stück zurück. Mal gucken, ob er hier diesen Footman noch verliert. Nein, er stafft ihn nach Hause. Also den kann er noch saven. Währenddessen kommen von unten nochmal ein paar Footmans mit dazu. Wahrscheinlich die sich hier geheilt haben durch den Staff.
Und Insomnia will jetzt hier weiter Druck machen. Oh, von Turisas stehen die Priests relativ weit vorne. Müssen jetzt zurück gemicrot werden. Und jetzt kommt hier wieder zum nächsten Aufeinandertreffen. Footman gegen Footman. Und jetzt wird ja schön gedispelt. Die Ward Elementals sind jetzt erstmal Geschichte. Und dadurch jetzt schon das Level 2 für den Blood Mage. Aber momentan noch kein Level 3 für den Archmage. Und wir sehen jetzt auch schon den Third Hero bei Insomnia. Er hat sich hier den Paladin geaddet, der natürlich mit seiner Heilung dann auch nochmal gut den Kampf in die Länge ziehen kann. Wir schauen in die Basis. Was wird da momentan gebaut? Wir sehen hier Knights und wir sehen Mortar-Teams. Währenddessen auf Seiten von Turisas momentan ja noch das Arcane Sanctum. Da kommt gerade das Master Upgrade für die Priests. Und jetzt hier auch erstmal ja, seine Werkstatt im Aufbau, wie es so schön in der deutschen Version heißt. Und jetzt haben wir ja weiterhin am Stressen sehr, sehr viele Priests hier bei Turisas. Und bei Insomnia doch schon deutlich weniger. Aber da kommen natürlich dann auch noch gleich die Knights mit dazu und die Mortars. Oh, Turisas hat jetzt hier sogar schon die Militia mitgezogen. Wollte sich hier dann den Kampf stellen. Wir werfen gleich nochmal einen Blick auf die Supply-Zahlen. 50 bei Turisas, jetzt auch mit dem Paladinas Third Hero. 56 bei Insomnia, wo es hier unten jetzt nochmal kurz gefightet wird. Holy Light sofort nochmal eingesetzt auf einen der Priests. Ja, und jetzt haben wir natürlich schon den ersten Knight bei Insomnia mit am Start. Das ist nicht verkehrt. Das nächste Mortar-Team wird dann wahrscheinlich auch gleich in der Armee dabei sein. Hat jetzt erstmal das Upgrade natürlich erforscht für die Mortars. Und da haben wir die Jungs, die sich jetzt dann gleich mit in den Fight stürzen werden. Das ist natürlich für die Priests von Turisas keine gute Nachricht. Master-Ausbildung ist jetzt dann gleich schon durch. Und auch hier das Shrapnel-Upgrade für die Mortar-Teams. Und jetzt kommt der Go von Insomnia auf die Basis von Turisas. Killt hier jetzt erstmal den Shop. Und schauen mal, wo er drauf geht. Ja, geht jetzt hier auf die nächsten Production Buildings, aber Turisas kommt jetzt von unten mit dazu und jetzt wird wahrscheinlich hier gleich zum Fight kommen. Watermantle wird hier nochmal gesammelt, Archmage immer noch auf Level 2, Lava Spawn natürlich jetzt am vorderster Front auch wieder mit von der Partie. Insomnia zieht sich jetzt ein Stückchen zurück und jetzt stellt er sich den Fight. Inner Fire wird sofort gecastet, auch auf den ersten Knight von Turisas, da wird gedispelt, was das Zeug hält. Die ersten Summons gehen auch schon down in diesen Augenblick. Level 3 inzwischen für den Archmage von Turisas. Staff wird auf beiden Seiten eingesetzt, aber Turisas muss aufpassen auf seinen Paladin. Der Paladin fällt in diesen Augenblick. Und jetzt sind hier noch ein paar Militia mit von der Partie. Aber die Mortar-Teams, guckt euch an, die knallen hier hinten rein, was das Zeug hält. Da ist nicht mehr viel am Start. Und jetzt kommt hier der Flamestrike von Turisas. Aber was macht er denn? Er lässt seine eigenen Militia reinlaufen. Und da muss er sich sofort wieder zurückziehen. Die Priests heilen sich jetzt hinten erstmal ein bisschen gegenseitig. Sofort nochmal Watermantle gesammelt. Aber die Mortar-Teams haben natürlich schon rein. Zwei Stück an der Zahl sind es momentan. Vorne geht es nochmal auf ein Water-Elemental von Turisas. Und es geht weiter nach vorne. Holy Light nochmal eingesetzt auf den einen Footman. Selbst den will er hier noch saven. Und es wird auch erstmal noch ein bisschen und das Gebäude gefokust. Das wird in diesem Augenblick wahrscheinlich auch gleich schon down gehen. Oh, schön Staff nochmal eingesetzt hier von Turisas. Kann hier sein Mortar-Team nochmal retten. Verliert aber jetzt nochmal einen seiner Footmans. Und das Production Building fällt in diesen Augenblick. Und das sieht doch jetzt schon sehr, sehr gut aus für Insomnia. Muss ich jetzt aber erst, zieht sich jetzt erstmal ein bisschen zurück, will sich neu positionieren. Die Knights, drei Stück an der Zahl, sind jetzt momentan mit von der Partie. Oh, es geht auf den Paladin auf Level 1. Der wird gefokust. Der Paladin von Turisas ist jetzt hier wieder mit von der Partie. Micro hier nochmal einen Knight raus. Schön weggestafft nochmal, damit er hier nicht down geht. Jetzt werden von dem Militia auch nochmal kurz hier ein Lava-Spawn gekillt, aber da sind schon einige auch wieder down gegangen, was man an den Schreien gehört hat. Und die Priests hinten sind eigentlich nur mit sich selbst heilen beschäftigt. Jetzt geht hier weiter, nochmal Staff eingesetzt. Oh, der Paladin von Insomnia zündet jetzt das Divine Shield. Zündet die Invo-Potion. Und der Flamestrike kommt jetzt hier mit dazu. Der Paladin muss sich nach hinten zurückziehen. Und ja, eine Einheit wird hier nochmal gesaved. Jetzt geht's weiter. Staff wird übergeben. Der Paladin wird ja nochmal gestafft. Der wird nicht mehr gestafft. Der geht down in diesem Augenblick von Insomnia. Die Streitkräfte eines Spielers werden hat natürlich jetzt noch einiges in seiner Basis saven können. Aber Turisas geht jetzt hier nach vorne. Vielleicht kann er sogar nochmal was reißen. Wir gucken mal auf die Supply-Zahlen. 58
gegen 71 Supply. Das ist natürlich schon heftig. Wir gucken halt mal, der wird jetzt auch noch fleißig gebaut bei Insomnia. Der zieht jetzt auch die Militia mit dazu. Und Turisas wagt hier jetzt den Go, muss in die Offensive gehen. Aber die Knights sind schon sehr angeschlagen. Ein nächster Knight ist einfach weit nach vorne mit reingelaufen. Muss er natürlich jetzt auch aufpassen. Watermantle an vorderster Front. Jetzt wird hier nochmal Footman gefokust. Den zerlegt im Focus Fire des Mortar-Teams und es wird weiter auf die Units attackiert von Turisas. Der muss sich zurückziehen und das ist doch jetzt schon eine ganz schöne Menge, die hier mit am Start ist. Killt ja vielleicht sogar noch das Watermantle. Oh, der Paladin von Turisas beinahe jetzt hier das Surround mit den Knights, aber der kommt nochmal weg und es ist jetzt hier ein, ja, ein Wettlauf um die Zeit, könnte man fast schon sagen, denn Turisas, bald ist die Map zu Ende und dann muss er sich den Fight stellen. Level 3 gibt es jetzt hier für den Firelord. Level 2 Summon sofort gecastet. Whole Light wurde nochmal eingesetzt. Aber es geht jetzt auch auf den Paladin von Turisas. Der zieht sich hier zurück. Die Knights stehen natürlich auch gar nicht mal so schlecht an vorderster Front von Insomnia. Da kommen wir an die Cast und auch an die Mortar-Teams überhaupt nicht ran. Die Mortar-Teams machen ihm doch hier schon große Probleme, muss man sagen. Jetzt sind wir schon wieder in der Basis des Deutschen angekommen. Es geht, oh, guckt euch diese Priests an. Die zerlegt hier einer nach dem anderen. Jetzt wird wahrscheinlich auch noch das Mortar-Team gleich voll oben. Jetzt sehen wir doch schon einige Knights. Firestrike sofort wird hier nochmal eingesetzt. Und da muss er sich zurückziehen. Micro erstmal seine Priests ein bisschen nach hinten. Und ja, haut einfach aus der Distanz drauf. Das kann er sehr, sehr gut machen mit seinem Mortar-Team. Da hat er große Überzahl. 4 Stück an der Zahl momentan hier bei Insomnia, während wir nur eins haben bei Turisas. Das Building, das hier gestanden hat, das Production Building, wurde wieder gekillt und jetzt geht's in die Offensive. Hinten geht's auf die Priester, zerlegt eine nach dem anderen. Flamestrike kommt jetzt hier nochmal rein, aber der wird nicht mal gecastet, sondern der Bloodmage cancelt den vorher, bevor er eingesetzt werden kann. Insomnia zieht sich jetzt mit seinem Paladin nochmal ein bisschen nach hinten zurück. Holy hat nochmal eingesetzt von Turisas. Jetzt sind wir aber auch schon relativ weit hinten in der Human Army des Deutschen angekommen. Schöner Strike hier hinten nochmal. Aber der Paladin von Turisas ist hier in diesen Augenblick angegangen und jetzt hat er nicht mehr viel in der Armee. Nur noch 3 Knights, ein Mortar-Team und seine 2 Heroes. Insomnia jetzt mit den Peasants unterwegs. Sie haben keine Militia-Form mehr. Wird jetzt wahrscheinlich noch den einen oder anderen verlieren, aber das wird jetzt hier nicht mehr so den großen Unterschied machen. Mortar-Team schießt ja auch nochmal rein, aber jetzt geht es hier schon auf die nächsten Farms. Hier oben sind sogar nochmal 2 Knights von Turisas. Ein dritter wird jetzt nochmal dazu gestafft, aber der wird jetzt in diesem Augenblick nochmal gekillt und die Supply-Zahlen sprechen doch jetzt schon, wenn sie 45 Supply bei Turisas, 67 bei Insomnia. Hat jetzt hier auch nochmal einen Knight sehr, sehr weit nach vorne geschickt. Der geht in diesem Augenblick auch nochmal down. Watermantle wird nochmal gecastet. Es geht auf den nächsten Knight von Turisas. Er wird nochmal schön nach hinten zurück. Microroid steht der Archmage relativ offen drin, genauso wie der Bloodmage. Also Insomnia, der kann sich jetzt eigentlich aussuchen, muss aber auch fassen auf seinen Archmage. Hat jetzt einen Healing Potion im Inventar, setzt hier in diesem Augenblick auch schon einen von hinten, knallen die Mortar-Teams mit drauf. Townportal jetzt eingesetzt hier, aber die Mortars killen hier nochmal einen der Priests. Und jetzt steht der Bloodmage an vorderster Front. Der wird jetzt wahrscheinlich auch gleich mal fokussiert werden. Archmage muss sich nach hinten zurückziehen, aber da ist nicht mehr wirklich viel am Start. Er kommt nicht mehr hin, er kommt nicht mehr raus, er hat keinen Shop mehr. Und das wird es dann wahrscheinlich auch schon gewesen sein. Staff jetzt nochmal eingesetzt hier auf eine Knight. Also Turisas versucht hier sein Möglichstes. Aber das sieht mir doch schon sehr, 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 sehr schwierig aus, noch irgendwas zu reißen. Denn vor allen Dingen die Mortar-Teams knallen jetzt hier in die Worker-Line und da zerspratzt halt einfach mal alles. Der Flamestrike trifft jetzt hier mehr oder weniger eigentlich die eigenen Units. Denn Insomnia hat schnell genug reagiert. Unten geht es jetzt nochmal auf die nächsten Knights. Der Archmage ist low, der Bloodmage ist low, geht jetzt hier nach vorne, wird gefokust. Der Flamestrike kostet ihm das Leben und er kommt nicht mal mehr raus. Und da kommt das GG von Turisas.